Benjamin, Benjamin, komm und zeig uns dein Gesicht. Benjamin, Benjamin, komm und mach doch mit. Wir sind wieder da mit einer neuen Folge Hallo Benjamin. Und heute habe ich hier schon in der Hand, um was es geht. Es geht nämlich um Steine. Ich hoffe, ihr seht das alles, das sind Kieselsteine. Und wir haben noch ganz viele andere Steine hier und wollen nachher auch mal rausfinden, was die alles für Funktionen haben. Aber natürlich habe ich heute auch wieder drei Gäste. Stellt euch mal vor. Hallo, ich heiße Marie und bin 13 Jahre alt. Hallo, ich bin der Hannes und bin 8 Jahre alt. Hallo, ich bin der Daniel und bin 8 Jahre alt. Ja, schön, dass ihr heute meine Gäste seid. Hallo zusammen. Hier sehen wir schon ganz viele verschiedene Steine. Und wir wollen jetzt mal gucken, was das denn für Steine sind und auch was die für Funktionen haben. Wir haben hier so kleine Kärtchen drauf, wo schon ein bisschen was zu den jeweiligen Steinen steht. Erkennt ihr irgendeinen schon ganz spontan? Schwierig, ne? Aber vielleicht, du hast schon eine Idee? Sandstein. Ah, du bist ja ganz schnell. Sehr gut, aber wir wollen jetzt trotzdem erstmal lesen, was denn auf diesen Schildchen draufsteht. Und dann haben wir hier verschiedene Begriffe und die können wir dann zuordnen. Fangt ihr da drüben vielleicht mal an zu lesen, Marie? Ja. Wird häufig als Pflaster oder Bordstein verwendet. Viele alte Burgen und Kirchen sind daraus gebaut. Durch Verbrennung wird Strom und Wärme erzeugt. Genau, und ich habe ja auch noch ein Schildchen. Wird gemahlen und als Zement verwendet. Und hier viele Brunnen und Statuen sind daraus gefertigt. Jetzt gucken wir mal, was denn was ist. Hier habe ich den Kalkstein. Weiß jemand, welcher das ist? Der. Genau, dann stelle ich das mal hier davor. Dann haben wir den Marmor. Ja. Da werden also Brunnen und Statuen draus gebaut. Granit. Der da drüben, dann gebe ich es mal rüber. Ja. Dann den Sandstein. Das hat der Hannes schon gesagt, ich kann es uns ja vorstellen. Und dann haben wir noch die Kohle. Ja, hier, genau, dann stellen wir das doch da mal davor. Gar nicht so einfach eigentlich, ne? Hier habe ich auch noch, das habe ich euch ja gerade schon gezeigt, Kieselsteine. Wisst ihr denn, wie die entstehen? Die entstehen im Bach, wenn da das Wasser und dann ein bisschen Sand aufwirbelt und dann wird es abgeschliffen, der Stein. Genau, das ist also das Wasser, der Fluss transportiert die Steine und dadurch werden die abgeschliffen und deswegen sind die auch so schön rund. Die haben nämlich ganz keine eckigen Kanten, sondern sind ganz weich. Ja, haben wir schon eine ganze Menge erfahren über Steine. Der Benjamin weiß da sicher auch noch einiges und der kommt jetzt für euch. Hast du auch schon Kieselsteine gesucht? Ich war schon oft am Fluss und habe die besonders schönen Steine eingesammelt. Sie sind so rund und glatt. Manchmal glänzen sie auch besonders. Zu Hause habe ich sogar einen Setzkasten, in den ich meine Lieblingsstücke lege. Wisst ihr eigentlich, wie die Steine entstehen? Eine Möglichkeit ist, dass flüssiges und heißes Magma aus dem Erdinneren erkaltet und erstarrt. Zum Beispiel, wenn es aus der Erdoberfläche austritt. Eine andere Möglichkeit ist, dass sich leichte Teile wie Ton, Sand und Kies übereinander lagern. Durch den Druck bildet sich dann über einen langen Zeitraum hinweg das Gestein. Der Benjamin hat euch ja gerade erklärt, wie Steine entstehen. Wir wollen uns jetzt mal anschauen, wie Steine im Inneren ausschauen. Und zwar habe ich hier gleich mal ein kleines Plakat. Steine bestehen aus Mineralien. Das sind zum Beispiel Gold oder Diamanten oder auch Salz sind Mineralien. Und diese Mineralien wiederum bestehen aus Kristallen, die sind so, sehen ein bisschen aus wie Glas und glänzen. Und solche Kristalle wollen wir jetzt uns selber züchten, und zwar Salzkristalle. Und da hilft uns die Birgit. Hallo. Hallo. Schaut mal, was ich euch mitgebracht habe. Das sind also Salzkristalle. Die habe ich vor 2 Wochen angesetzt. Und so sieht es aus. Also Glitzer und so weiter. Wunderschön. Und die wollen wir jetzt machen. Und dazu braucht man einen Bleistift oder einen kleinen Ast und eine Wolle. Marie, das kannst du uns erklären. Und eine Büroklammer. Ja, genau. Also man nimmt den Stift, dann wickelt man da ein bisschen Wolle drumherum. Mhm. So. Genau. So, und dann, Knoten damit es ungefähr in die Mitte vom Glas, da hängt die Büroklammer. So, genau, dann schneidest du es einfach ab. Okay, wir können das Glas schon mal entführen. Ja. Ja?
So, wir müssen jetzt unsere Lösung oder unser Salzwasser angießen. Dazu habe ich einfach mal Wasser im Wasserkocher heiß gemacht. Das fülle ich jetzt mal ein. Es wird nass, okay. Ich setze den jetzt mal einfach darunter. Dann haben wir auf dem Tisch ein bisschen mehr Platz. So, wer rührt? Ich. Okay, David, dann darfst du mal einfach, da, oder machen wir mal so, das mache ich jetzt noch, 2 Esslöffel Salz rein. Du verrührst das jetzt mal, bis es ein bisschen gelöst ist. Lass mal ein, das kommt ganz am Schluss drauf, genau. Okay, so David, und jetzt darfst du mal dazu schütten. Okay. Ganz viel. Stopp, jetzt nicht mehr rühren. Jetzt lass mal. Das wird schon ganz trüb. Das wird trübe. Noch ein Stück Salz dazu. Wann weiß man denn, ob es genug ist? Wenn sich's auf dem Boden absetzt. Schütt einfach noch. Ja, jetzt lassen wir es mal. Dann rühren wir nochmal. Hannes, du rührst nochmal. Es löst sich noch, also darf noch mit Salz dazu. Rein. Ganz schön viel rein. Genau. Okay, stopp. Lassen wir mal. So, und dann müssen wir einfach warten, ob es sich jetzt gelöst hat oder noch nicht. Aber jetzt setzt sich so langsam am Boden ab. So, und dann, wo ist dein Blei mit Büroklammer? Und das Wasser klärt sich dann wieder. Und das Ganze, wenn sich dann das Salz unten am Boden absetzt, das nennt man eine gesättigte Lösung. Also genügend Salz ist dann in dem Wasser. Und dann müsst ihr das Ganze einfach mal beobachten, die nächsten 2, 3 oder auch 4 Wochen. Das kann Mensch, toll. So leicht kann man seine eigenen Kristalle züchten. Ja, was es noch alles in Steinen zu finden gibt, das verrät uns jetzt der Benjamin. Ein Fossil ist ein Überbleibsel von einem Lebewesen, das vor Jahrtausenden oder Jahrmillionen gestorben ist. Oft sind Fossilien Reste von ausgestorbenen Tieren, wie zum Beispiel Dinosaurier. Aber es gibt auch viele Muscheln oder Fische. Fossilien entstehen, wenn die harten Teile wie Knochen nach dem Tod zugedeckt werden. Nach vielen, vielen Jahren werden sie dann durch Minerale ersetzt und schließlich zu Steinen. Fossilien findet man heute beispielsweise noch in einem Schieferbruch. Lea und ihre Schwester Amelie wollen heute Fossilien suchen. Sie treffen Ralf Kromer, den Inhaber des Schieferbruchs in Ohmpen bei Kirchheim unter Teck. Hier bekommen sie Hammer und Meißel. Was genau sie damit machen müssen, erklärt ihnen der Experte. Also das ist jetzt ein Hammer und das ist ein Meißel. Und mit der Meißel hier Halter und mit dem Hammer immer hier oben drauf klopfen. Okay? Das probieren die beiden gleich mal aus. Für das Spalten müssen sie sich konzentrieren. Schließlich wollen sie weder Füße noch Hände verletzen. Typisch für den Schiefer ist, dass er ein weicher Stein und häufig geschichtet ist. Diese Struktur ist dadurch entstanden, dass Gesteinsschichten zusammengedrückt und gefaltet wurden. Das ist meistens dort passiert, wo heute Berge sind. Um Versteinerungen zu finden, muss man manchmal nicht einmal den Schiefer spalten. Boah, Ami, komm mal, ich habe was gefunden. Das sieht aus wie so eine Spirale und das hier. Ist ganz klar. Ja, die ist toll. Also hier Ralf Kromer zeigt den beiden noch ein besonders schönes Exemplar mit 3 Ammoniten. Schöne mit goldener Farbe. In dieser Farbe findet man nicht ganz so häufig. Normal mehr dunkler. Ammoniten sind übrigens keine Schnecken, sondern mit Tintenfischen verwandt. Früher gab es 30 bis 40.000 verschiedene Arten von Ammoniten. Sie sind aber mit den Dinosauriern ausgestorben. Erkennt es sehr schnell, aber in Über den Schieferbruch haben Lea und Amelie jedenfalls heute viel gelernt. Also ich dachte, dass man, wenn man da jetzt einen Stein hat und, den, und da ein bisschen dran rumklopft, dass man da nicht gleich was findet, dass da vielleicht ganz normal der Stein ist und dass man richtig Glück haben muss, dass man irgendwie was Schönes findet. Aber eigentlich war genau das Gegenteil und man muss manchmal gar nicht klopfen. Es lag da einfach so rum, wenn man den Stein umgedreht hat.
Und so gehen die Schwestern mit vielen Versteinerungen nach Hause. So tolle Fossilien würde ich auch gerne mal finden. Aber leider sind die ja immer nicht so einfach zu finden. Dafür kann man sie aber ganz gut basteln. Guckt mal, so können die aussehen und das wollen wir jetzt auch gleich mal nachmachen. Was machen wir denn dazu? Ja, genau, da braucht man eine Modelliermasse. Und da macht ihr euch so, ja, in der Größe, so etwa von 5 cm Durchmesser, je nachdem wie groß das Teil ist, was ihr nachher da reinstecken wollt. Das knetet ihr, dass es so in etwa aussieht. Und dann braucht man eine Fettcreme, eine Vaseline haben wir da. Da geht ihr mal ganz tief mit dem Finger rein und schmiert das richtig toll ein. Darf ich dir das noch abgeben? Okay. So, das dürft ihr dann alles machen. Und dann habt ihr euch ja schon eine Form ausgesucht. Genau, jeder hat schon. Daniel, deine sieht ja ganz klasse aus. Was ist das? Vielleicht ein bisschen zu wenig. Muschel, ja. Das ist auch eine Muschel, aber die ist ganz besonders toll. Da bin ich ja nachher gespannt. Deine, Hannes, ist auch super. Du hast ein Schneckenhaus. Okay, ich habe mir auch eine Muschel genommen. So, und wenn ihr das habt, dann drückt ihr die Muschel oder das Schneckenhaus richtig gut ein. Dass nur noch oben der Rand praktisch ist, aber der darf auch ein bisschen vertieft sein. Ah. Darf ich mal? Oder soll ich helfen? Jetzt weiß ich, was du kommst davon. Genau, aber das ist schon ganz gut so. Aber viel stärker machen wir das nicht mehr rein, sonst spricht es nämlich. So, sollen wir mal bei dir rausholen, wie es aussieht? Bei mir? Nee. Also hier sieht man schon die Vertiefungen. Jetzt holen wir es auch mal. Aber jetzt lege ich das nochmal ganz leicht rein. Wie sieht denn deine aus, wenn du es rausholst? Da sieht man alles, das wo über dem diesen Knetmasse. Sollen wir mal versuchen, das rauszukriegen? Nee. Oh. Das ist auch eine interessante Form. Da bin ich ja mal nachher gespannt. Also das Fett braucht man nachher, dass sich der Gips löst wieder. Ja? So, und dann habt ihr hier jeder einen roten Streifen. Macht ihr die Figur bitte wieder raus. Die Form. Oh, das sieht auch interessant aus. Und das macht ihr mal so, dass das noch da drauf passt. Auch ein. Ja. Dann machen wir jetzt. Und dann steckt ihr das richtig gut rein. Kann der auch gleich helfen. So. Ja. Und dann müssen wir mit dem Tesa das fixieren. Wo soll ich fixieren? Ja, ein bisschen zu groß. Genau, also alle sind ganz vertieft. Wie sieht es bei dir aus? Stopp, ein bisschen größer, denke ich. Okay. Ja, das passt so drauf. Dann schneiden wir bei dir mal ein Stück ab. Halt, Tessa, braucht ihr noch Tessa? Ich glaube, es hält sogar. Ja, es hält. Okay. Aber sonst hält. So sieht es dann aus. Sehr gut. Super. Das klebe ich auch noch. Die sehen ja schon ganz toll aus. Ja, genau. Nachher geht es weiter mit unseren Fossilien. Jetzt kommt aber erstmal der Benjamin für euch und er hat eine Preisfrage. Was ist ein Fossil? Das ist heute meine Preisfrage für euch. Was genau ist ein Fossil? Schreibt mir schnell und wie immer gewinnt ihr spannende Bücher und DVDs. Wir wollen jetzt weitermachen mit unseren Fossilien und brauchen jetzt was, was wir hier reinfüllen können. Ja. Was machen wir denn? Genau, wir machen eine Gipsmasse. Und zwar brauchen wir, Gips sieht so aus wie Mehl, ja, nur dass es viel besser hält. Also zwei Teile Gips, ein Teil Wasser. Marie? Du kannst gleich mal den gleichen Teil mit Wasser füllen. Genau. Stopp. Okay, dann geben, Daniel, wir geben das mal da rein, ja? Okay. Hannes will rühren. Marie, du gibst jetzt mal einfach nicht alles gleich auf einmal. Langsam. Ich glaube, wir rühren mit. Komm, kriegst auch noch einen. Okay. Und immer mehr. Kommt noch mehr. Alles trocken.
Es staubt. So. Und gleich fliegt es noch auf die Hosen. Mhm. Und aufs T-Shirt. Und am besten nimmt er irgendein Gefäß, was nachher in den Müll kann, weil das kriegt man nicht mehr raus. Mhm. Also nicht gerade eine tolle Schüssel von der Mama aus der Küche nehmen, sondern lieber irgend so, das war jetzt eine Eischale oder irgend sowas, könnt ihr dazu nehmen. Okay, das sieht ja schon ganz gut aus. Mhm. Ein Klumpen schmeckt auch bestimmt gut. So, und jetzt müssen wir unsere Formen füllen. Klasse sieht es aus. Machen wir noch. Streifen es ab. Legen es auf die Matte. Jetzt machen wir mal alle unsere Formen her. Genau. So. Ich gehe jetzt noch kurz mit dem kleinen Schäufele rein. Fangen wir mal da vorne an. Genau. Dann füllen wir euren Abdruck ganz voll. Lassen ein bisschen was drüber stehen. Muss ich dazu aufstehen. Und dann muss das hart werden. Also das braucht mal, ja, vielleicht so 2-3 Stunden. Da bin ich ja schon gespannt, wie es denn aussieht. Also jetzt habe ich geigelt, ja. Okay, also da machen wir noch ein bisschen was rein, habe ich gesehen. Und dann? Dass das nachher gut aus der Form rausgeht, deshalb haben wir mit dem Fett, mit der Vaseline, das eingefettet. Jo, das trocknet. Okay, wir lassen es trocknen. Und ich habe für euch jetzt auch noch einen Buchtipp. Und zwar heißt das Buch Steine und Fossilien. Und da sind ganz viele Experimente zum Beispiel drin, rund um Steine. Auch das, unser Experiment mit dem Salzkristall, das wir vorhin gemacht haben. Und auch Geschichten und ganz viele Bilder. Also es ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Buch zum Thema Steine. Und zu den Fossilien hat der Benjamin jetzt auch noch ein paar Tipps für euch. In den Fossilien finden wir Abdrücke von Lebewesen, die vor vielen Millionen Jahren gelebt haben. Für die Forscher ist das etwas sehr Wertvolles. So können sie nachvollziehen, welche Tiere früher gelebt haben und wie das Leben war, als die Welt erschaffen wurde. Diese Steine sind deshalb sehr wertvoll. Wenn auch du dich mal auf die Suche machst nach Fossilien, dann musst du sehr vorsichtig damit umgehen. So habe ich das auch gemacht, als ich diese Schnecke hier gefunden habe. Sie ist doch schön, oder? Ja, die ist schön, aber ich glaube, unsere Fossilien werden auch ganz toll. Wollen wir mal gucken, ja, wie diese geworden sind. Also, wir haben ja da jetzt uns noch schon welche gemacht. Die nehmt ihr jetzt einfach aus der Form raus, löst ihr auf. Ah. Schaut mal, so sieht es dann aus. Ja. Genau. Ja, also den roten Rand, wenn da was kleben bleibt, das ist nicht so schlimm. Das kann man nachher noch mit Schmirgelpapier ein bisschen abmachen. Na dann. Ja, gut gemacht. Okay, dann möchten wir die aber noch anmalen. Ja, das so. Hat eine tolle Farbe. Ne? Schaut mal, was wir da haben. Ja. Könnt ihr euch vorstellen, was das ist? Nicht, geht nicht ganz gut. Okay. Ihr seid noch beschäftigt, Marie. Kannst du das vorstellen? So das? Verwitterter Marmor. Genau. Genau, und der kommt in verschiedenen Farben raus. So, und das macht man dann klein mit so einem Mörser. Du kannst mal anfangen malen. Ja, sieht auch gut aus. Und geht es leicht oder schwer? Nee, es geht eigentlich Geht's? Leicht. Ja. Also schon ganz gut verwittert. Mhm. Und wenn es dann so fein ist wie Mehl, schaut mal, dann können wir uns die Farbe anrühren. Das gebe ich jetzt mal hier rein. Hannes, kannst du mehr rühren? Geht es? Ja. Mit dem Schaschlikstab. Genau. Okay. Ich gebe mal ein bisschen Wasser dazu. Du kannst auch noch ein bisschen. Fass mal zur Kamera. Okay. So, und jetzt habe ich hier ein Ei, also ein ganz normales Ei. Das mache ich jetzt mal auf. Und da gebe ich jetzt ein ganz klein wenig dazu. Und zwar bindet man die Farbe da damit. So, jetzt darfst du den Pinsel nehmen, mit dem geht es nämlich einfacher. Und dann bleibt es mit drin. Und so leicht geht die Farbe zu machen. So, und dann dürft ihr euch einfach mal mit Pinsel bestücken. Dann mache ich euch, dann habt ihr schon mal zwei Farben zur Auswahl. Da vorne ist so ein Rotton. Ich mache euch jetzt noch einen grauen Ton dazu.
Und dann dürft ihr euer Fossil anmalen. So, wir malen jetzt unsere Fossilien noch zu Ende. Und für euch gibt es jetzt die Bibelgeschichte, und in der spielen heute Steine auch eine wichtige Rolle. Es ist brühend heiß in der Wüste. Seit Tagen gibt es nichts zu trinken. Ich habe Durst, klagt ein Mädchen. Plötzlich finden die Israeliten eine Wasserstelle, umgeben von Palmen und Steinen. Mose schöpft einen Becher voll für das Mädchen. Aber das Wasser schmeckt scheußlich bitter. Das Volk ist sehr enttäuscht. He, Mose, wir brauchen was zu trinken. Mose aber weiß nicht weiter. Er bittet Gott um Hilfe. Und siehe da, das bittere Wasser wird süß. Was für eine Freude! Die Israeliten trinken so viel sie können. Abends am Lagerfeuer macht sich Mose aber Sorgen um die nächsten Tage. Zu Recht. Am nächsten Morgen ist die Wasserstelle verschwunden. Die Leute schreien: Mose, willst du uns verdursten lassen? Mose hat Angst. Herr, was soll ich mit ihnen tun? Gott gibt ihm einen guten Rat. Und Mose schlägt mit seinem Stab an einen Felsen. Mit Erfolg! Zwischen den Steinen sprudelt plötzlich wieder frisches Wasser heraus. Mose jubelt vor Freude. Wasser für alle! Gott lässt die Menschen nicht im Stich. Auch wenn die Steine so trocken aussahen. Es verbirgt sich viel Leben dahinter. Auch das Mädchen freut sich. Mama, sagt sie, Gott sorgt für uns, wie du für mich. Stimmt's? Wie sich das für eine Sendung mit Steinen gehört, backen wir jetzt auch was mit Steinen, und zwar einen Steinkuchen. Oder hieß der irgendwie anders? Marmorkuchen. Ja, Marmorkuchen, so hieß er. Genau, du hast es richtig. Ja, und dafür haben wir einen Rührteig gemacht. Einmal die Hälfte haben wir in hell gelassen und die andere Hälfte mit Kakao einfach nach dunkel gemacht. Und dann, Marie, du darfst weitermachen. Die Formen, die sind eingefettet und noch Brösel drin. Genau. So, und dann füllen wir ein, immer eine Schicht dunkel, eine Schicht hell. Genau. Magst du einen füllen? Bis der Teig aufgebraucht ist. Ja. Hannes guckt schon ganz gespannt, gell, was da jetzt passiert. Lecker, genau. So, machen wir noch ein wenig. Zeichnen wir das noch glatt, dass die Form ausgefüllt ist. Okay. Wie viel muss denn da rein? Ja, das ist gut so. Okay. Wenn ihr es noch glatt streicht, dann kann ich jetzt wieder das Helle nehmen. Marie, möchtest du füllen? Okay, das machen wir einfach so. Jetzt wird Schokolade. Genau. So, Hannes, wir haben ja schon fertigen Kuchen da. Ja? Du hast jetzt Puderzucker. Gibst du das einfach noch drüber? Magst du noch? Genau. Und wenn das nicht ganz so gut geht, dann machst du einfach mit dem Stiel von der Gabel. Gehst in den Seier rein. Ein bisschen zu wenig. Richtig, super. Und dann haben wir einen Schneemarmorkuchen. So. Wie weit sind wir beim Füllen? Ich denke, das reicht. Dann können wir wieder tauschen. Ich nehme es jetzt mal einfach mit vor. So. So. Und wir machen nochmal eine helle Schicht. Genau. Dann bringe ich das darüber. Und dann kommt der spannende Moment. Wir machen jetzt nach der Schicht einfach gerade Schluss, dass wir das zeigen können, was wir dann machen. Nämlich die Marmorierung, ja? Machen wir noch etwas drauf. Sieht klasse aus. So, Marie, ich habe dir eine Gabel. Ja. Jetzt erklär mal. Also da vermischt man das dann quasi so ein bisschen mit der Gabel. Genau. Naja. Super. Und dann kommt es noch in den Ofen bei 180 bis 200 Grad, etwa eine Dreiviertelstunde, eventuell auch eine Stunde. Und dann sieht unser Marmorkuchen nachher so aus, mit Schokolade überzogen und Mandelblättchen oder mit Puderzucker. Genau, und dann kann man den eben noch verzieren. Ja. Und wir müssen den auch noch marmorieren, aber genau. Das machen wir jetzt einfach in Ruhe. Und für euch kommt jetzt nochmal der Benjamin, und der hat einen DVD-Tipp. Die unendliche Geschichte spielt in dem Land Phantasien. Dort leben viele Fabelwesen
Unter anderem der Steinbeißer. Er ist so groß und beeindruckend, dass alle anderen Wesen erstmal vor ihm erschrecken. Dabei möchte er nur leckere Steine essen. Aha, jetzt sehe ich, warum Sie sich diesen Platz als Nachtlager gewählt haben. Kalkstein von der allerfeinsten Sorte. Köstlich. Ein Duft ist das. Das muss ein erstklassiger Jahrgang sein. Ja, da haben Sie recht. Nur wegen dieser köstlichen Sorte haben wir hier unser Lager aufgeschlagen. Hat der nicht alle Tassen im Schrank? Nein, ist ein Felsenbeißer. Ein Felsenbeißer? Naja, also Kalkstein mit einem Schuss Quarz, ich glaube, mein Geschmack wäre das nicht, aber dem Steinbeißer schien es ja zu schmecken. Wir essen da, glaube ich, lieber unseren Marmorkuchen, der sieht nämlich richtig toll aus. Ja. Jetzt probiert einfach mal. Lacht mich schon so an, Nils. Und Achtung, steinhart oder nicht? Ganz schön hart. Also mir schmeckt er. Okay. Euch auch? Ja. Jetzt wollten wir ja auch noch unsere Fossilien zeigen, damit die Kinder zu Hause sehen, genau, wie die geworden sind. Wir haben sie nämlich jetzt getrocknet und angemalt. Wenn wir sie alle mal hochhalten. So sehen die super aus. Super sind die geworden. Ja, das war's. Dann essen wir jetzt noch unseren leckeren Marmorkuchen auf und verabschieden uns schon mal von euch zu Hause. Tschüss! Wisst ihr, was ich so faszinierend finde? Dass es bei den Steinen so viele bunte Farben gibt. Am besten gefällt mir dieser wunderschöne Rubin. Er ist so wertvoll, dass er oft in Schmuckstücken verwendet wird. Welcher Stein gefällt dir am besten? Ich freue mich immer über deine Post. Also, dann bis bald mal wieder. Aus die Maus!